eine Frage außerhalb des Kontexts. Und zwar, ist es erlaubt, beim Gebet seine Arme hängen zu lassen? Der Bratprophet, der Bruder Rüttel fragt, ist es erlaubt, im Gebet, im Pflichtgebet zum Beispiel, seine Arme hängen zu lassen? Du meinst so zu beten? Ja, das ist erlaubt. Und das darf man, wenn man beispielsweise der Melikitischen Schule folgen möchte. Das ist eine legitime Position, auch unter den Gelehrten. Und das ist übrigens nicht nur ja die Melikitische Schule jetzt an Fiqh-Schulen, an Rechtsschulen vertreten, sondern auch andere, gerade von den Salaf, einige der Salaf der ersten Generation der Muslime vertreten. Und in der Melikitischen Schule, so die Melikitische Schule praktizieren, wissen, dass dies die Hauptmeinung ist, die bekannte Hauptmeinung. Das nennt man Al-Mashhur, das ist ein wichtiger Begriff, ein wichtiger Fachbegriff, auch im Fiqh. Die Melikiten sagen, okay, das ist Al-Mashhur, das ist die bekannte Hauptmeinung. Und bekannte Hauptmeinung heißt, dass die meisten Melikiten, melikitischen Gelehrten von Imam Malik und seinen Schülern und so weiter vertreten haben. Und das nennt man, oder übrigens dieses runterhängen lassen der Arme im Gebet, nennt man entweder Sedl oder Irsal. Das darf man natürlich nicht verwechseln mit dem Sedl. Es gibt andere Überlieferungen, die sprechen von einem Sedl, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies verboten habe. Aber damit ist gemeint, dass man sein Gewand beispielsweise an eine Schulter hängen lässt und so weiter. Das ist nicht damit zu verwechseln. Aber wir nennen das auch Sedl als Melikiten. Und es gibt dazu auch eine bekannte Aussage von Imam Malik, Al-Mudawwana. Das ist ein wichtiges Werk für den Fiqh der Malikitischen Schule. Dieses Werk ist entstanden, dass einer der Schüler von Imam Malik, Asad ibn Furat, Aussagen Imam Maliks gesammelt hat. Und dann kam ein Schüler von Asad ibn Furat zu Hanun, hat diese Aussagen übernommen und ist dann nochmal zu einem anderen Schüler von Imam Malik ibn al-Qasim gegangen und hat das sozusagen mit ihm gemeinsam überarbeitet. Auf jeden Fall ist das aber ein Werk, das die sozusagen die wichtigsten Aussagen und Rechtsurteile des Imam Maliks, des Gelehrten von Medina im zweiten Jahrhundert nach der Hijra, sammelt. Und er sagt darin, also über das, er wird gefragt über das Legen der rechten Hand über die linke, und er sagt, la a'rifu dhalika fil farida. Also das ist mir nicht bekannt im Pflichtgebet. So. Jetzt kann jemand sagen und anführen, ja, aber es gibt doch Überlieferungen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine rechte Hand auf die linke Hand gelegt hat, oder? Authentische Überlieferung. Ja, selbst Imam Malik hat dies in seinem wichtigen Werk Al-Muwatta, wo er auch unter anderem Überlieferungen aus seines Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert und Überlieferungen von den Sahaba und den Tabi'in und dann noch seine Rechtsurteile anführt. Er überliefert das selbst. Denn wie kann das sein, dass ein Imam das überliefert, aber nicht entsprechend dem handelt? Hier müssen wir was sehr, sehr Wichtiges verstehen. Sehr, sehr Wichtiges verstehen. Und zwar, nicht alle Überlieferungen, nicht alle Ahadith, also mit Hadith meinen wir entweder eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine Handlung wird überliefert oder eine stillschweigende Billigung. Wenn wir ein Hadith haben, haben wir eine Überlieferungskette und einen Text. Nach vielen Gelehrten bedeutet das noch nicht die Sunna, sehr wichtig. Denn manchmal verwechseln wir zwischen Hadith und Sunna. Mit Sunna meinen wir, also beispielsweise aus malikitischer Sicht, dass entsprechend des Hadithes auch gehandelt wird, beispielsweise. Deswegen Imam Malik selbst hat in Al-Muwatta viele Überlieferungen angeführt, aber am Ende gesagt, entsprechend dem wird nicht gehandelt. Laysa alayhi al-amal zum Beispiel. Oder die Sunna ist und dann führt er was anderes an. Das heißt, es kann Überlieferungen geben, Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie haben aber bei einigen Gelehrten keinen praktischen Wert mehr. Warum? Weil eventuell der Prophet sallallahu alaihi wasallam später was anderes gemacht hat oder parallel etwas anderes gemacht hat oder weil diese Handlung abrogiert wurde, aufgehoben wurde. Das hängt kein Urteil mehr damit zusammen und so weiter. Und was sehr wichtig ist hier zu verstehen ist, dann kann jemand sagen, okay, es gibt nur ein Hadith. Wie kann man sagen, entsprechend dieses Hadith, das wird nicht gehandelt. Bei den Melkiten gibt es etwas, das nennt sich Amalu Ahlil Medina. Die Praxis der Gelehrten von Medina. Das sind die ersten Generationen der Gelehrten und Muslime in der Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam.
Und wenn sie eine Sache auf bestimmte Art und Weise umgesetzt haben, dann gilt das und nicht, was eventuell im äußeren Wortlaut im Hadith steht. Und das ist jetzt keine Meinung, die jetzt nur eine Rechtsschule vertritt. Viele der Salaf, ja, selbst Sahaba haben so gebetet. Es wird von Abdullah bin Zubair überliefert, dass er so gebetet habe. Von Tabi'in wie Sa'id ibn Jubair, ibn Sirin, Sa'id ibn Musayyib. Selbst andere Imame, die selbst zur Zeit von Imam Malik gelebt haben, wie Layth ibn Sa'd und, und. Das heißt, es ist keine irgendwie sonderlich seltsame Position. Ich weiß, woher die Frage kommt. Wahrscheinlich auch aus welchem Kontext und weil man sich wundert oder weil es eventuell Leute gibt, die meinen, diese Position würde es nicht geben. Das wäre keine sunnitische Position. Das wäre verboten, noch schlimmer und so weiter. Es ist unter den Gelehrten bekannt, dass dies eine legitime Position ist. Und daran wird auch jemand, der heute kommt und irgendeine Meinung hat, nichts ändern können. Egal, was er sagt. Egal, was er sagt. Es gibt einen bekannten Gelehrten, Ibn Abdelbar, auch ein Malikitscher Gelehrter, ein bekannter Hadith-Gelehrter auch. Der hat ein Werk geschrieben, Al-Kafi fi Fiqh Ahl Medina. In diesem kleinen Werk, in diesem Kompendium, quasi den Fiqh der Gelehrten von Medina zusammengefasst. Und er sagt sogar über das Legen der Rechten und über die Linke oder das Hängenlassen der Arme, sagt er, wa kullu dhalika sunnatun fi s-salah, sagt er. All das ist eine Sunna im Gebet, subhanallah. Und heute kommt jemand und sagt, nein, kann nicht sein. Und noch schlimmer, jemand meint, ja, das machen nur nicht sunnitische Gruppierungen oder keine Ahnung. Und vielleicht möchte ich das nicht zu lang ausführen, aber ich weiß, diese Frage kommt und die Frage gibt es und die Frage wird oft gestellt. Es gibt einen bekannten saudischen Gelehrten, der Sheikh Naif al-Sheikh Mubarak, ein bekannter saudischer Malikitscher Gelehrter. Der sagt sogar, er geht sogar so weit in Bezug auf den Saddle und das Hängenlassen der Arme. Er sagt, dass wenn heute Leute das praktizieren, Muslime das praktizieren, die beispielsweise der Malikitschen Schule folgen möchten, dann erhalten sie den Lohn der Wiederbelebung einer Sunna. Subhanallah. Denn in Zeiten, wo Sunna-Handlungen vernachlässigt werden, nicht mehr bekannt sind, wo man glaubt, das wären irgendwelche, keine Ahnung, seltsame Positionen, man belebt dies wieder, dann hält man den Lohn, als würde man eine Sunna des Propheten zum Allah wiederbeleben. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.